Herzlich willkommen zurück, liebe Leute, zu einem neuen Part von Let's Play Pokémon Ultrasonne. Ja, nach langer Zeit kommt man wieder an Part und ihr seht es also direkt selbst. Dieser Part hier ist nicht in Livestream-Form, sondern komplett aufgenommen. Was das für einen Hintergrund hat, werde ich euch gleich verraten. Aber erst willkommen hier zu dem Part. So, ich weiß eigentlich gerade gar nicht mehr, wo wir eigentlich hin müssen. Das sollen wir jetzt einfach gleich wieder mal irgendwie logisch herausfinden. Aber erstmal kümmern wir uns hier um dieses half-ähnliche Pokémon, was mir gerade überhaupt nicht bekannt vorkommt. Aber zuerst gesagt, ist ja durchaus mal interessant zu wissen, was das für ein Pokémon ist und wie das Pokémon so tickt, ne? Weil ich meine, wie es denn ist. So. Was haben wir denn bei Kämpfen? Ich habe keine Ahnung, wie wir einfach mit einer Glut. Ich weiß nicht, ob das hilft. Na, das hilft doch sogar. Ja, doch. Kann mich nicht beschweren, ne? Was ist denn das gut? Also, probieren wir nochmal mit einer Glut-Attacke. Es ist immer noch nicht weg, ey. Ah, das ist ja belastend. Aber jetzt machen wir es weg. Dann ist das auch weg vom Diss. So, mit so, weg ist jetzt der Sinn. Okay. So, ja dann, ne. Sagen wir, dass wir jetzt dorthin gehen, wo wir eigentlich hingehen müssten. Wenn jetzt ein paar sind, wir in die komplett falsche Richtung irgendwie gegangen. Ich weiß halt nicht, ob wir jetzt in die richtige Richtung gehen. Aber zuerst müssen wir aufs Bisak springen und den Boden absuchen. Was für ein Bisak? Hier oder wie? Das ist doch ein Taurus. Ach, die Dinger waren das, ne? Oder? Nee. Hä? Ich bin gerade leicht ratlos, weil man sieht mir erstmal raus, was wir eigentlich machen sollen. Das denke ich mal, das Rest einfach hoffentlich ist. Welches Bisak? Ich will eigentlich dorthin, wo es nämlich hin muss, nämlich so Route 5. Und ich glaube, dass wenn ich dahin will, hier ist schon irgendwie richtig bin, oder? Andererseits nee, weil hier werde ich jetzt eine Route. Nee, ich glaube, ich muss in die Richtung gehen. Ich muss in die andere Richtung gehen. Dort zurück, wo es herkommt. Das probieren wir jetzt mal aus. Das ist jedenfalls der Grund, by the way. Ich habe jetzt das Video vormacht. Hab mal gesagt, dass ich ab jetzt nur noch so Community-Projekte quasi als Livestream mache. Und dann geht es jetzt weiter, mal verdammt. Und der Rest eben, also quasi die Nicht-Community-Projekte, eben als Part. Und da habe ich eben dazu beschlossen, dass jetzt eben alle Parte von diesem Let's Play, die online sind, also die Pokémon Towers oder Online-Kämpfe austragen, dass ich die, aber eben dann nur die Livestream und den ganzen Rest einfach so hochlade. Und dann könnt ihr euch das alles auch, müsst ihr aber lesen. Weil vieles ist ja nur das Community-Zeugs anzuhören. Und ich glaube, das ist so an sich eigentlich auch erst gut und das machen wir ab jetzt einfach so. Ich spreche das eben nur noch die Community-Sachen. Ne. Und auch ansonsten wird sich das aber auch ändern. So Zeugs wie Intro und sonstiges, schaue ich, dass ich das halt auch einfach genauer und besser mache. Also, ich schaue, dass es das, was ich in Videos hochlade, ist das einfach professioneller und besser wird so. Aber dann kam eben auch die Idee, wie gesagt, mit dem Livestream-Projekten. Und macht Catty S noch kaputt. Ja. Outs. Ich fliehe jetzt. Ich habe keinen Bock auf die Pokémon-Camp. Ich muss eigentlich nur weiter hier in Story-Mode. Und ich will total lange irgendwo rumtrudeln.
Und da kommt das nächste. Ach. Ich will gerade keine Bockebot-Köpfe machen. Wenn dieses Wolkenholz hier einfach weg ist. Na komm, Slime. Das müsste doch einfach gehen. Bringen wir mal einen Pfund. Boah. Die Backpfeife hat aber gesessen. Hui. War wirklich hui. So. Vor allem, wenn ich das nicht als Livestream bringe, weil das Problem ist, ich schaff's einfach nicht jeden Tag 3 Livestreams zu machen. Und so kann ich halt ein paar Folgen an diesem vorproduzieren, die ich bringen kann. Dann kann das Let's Play trotzdem täglich kommen. Aber ich muss mich da nicht täglich vor Livestream hinsetzen. So kann ich halt sagen, wo ich mehr Zeit habe, ein paar Folgen voraufnehmen. Für die Tage, für die ich halt weniger Zeit habe. So, das war mein Hintergrundgedanke. Und das funktioniert in der Theorie zumindest auch. Und schau mal, wie das jetzt eben in der Praxis funktionieren wird. Aber ich denke mal, dass das jetzt durchaus auch praxistauglich ist, ne? Ja, du musst mich hauen, aber ich bin zu der Meinung, dass ist das durchaus anbietet. Aber schauen wir mal, wie es wird, ne? Na komm, eigentlich will ich gegen dieses Pferd gar nicht, weil das ist... Ja. Ach, die Flucht kann auch sein dann. Das ist aber interessant. Ja, komm, übertreib doch mal, du scheiß Pferd hier. Ich mag das nicht. Ich hab's zwar selbst bei mir, aber ich mag's nicht. Probieren wir es mal mit dem Biss. Aber erstmal macht er mich down. Ja, ist klar hier. Och, belastend. So, Flucht. Danke. Wenn ich einen Pokémon verlieren, dann komme ich dann auf einmal oder wie. Das ist ja höchst interessant. Wirklich. Aber okay, schauen wir jetzt mal weiter. So, wer ist das? Willkommen im Pokémon-Hort. Trainer können ihre Pokémon hier bei uns in Pflege geben. In letzter Zeit kommt es auch immer wieder vor, dass wir da Pokémon in unserer Obhut ein Ei finden. Dass wir bei den Pokémon in unserer Obhut ein Ei finden. Seltsam, findest du nicht? Wenn du uns deine Pokémon anvertrauen müsstest, dann spress drin einfach mit meiner Schwester. Wir schauen mal rein. Ich glaube, ich will den kein Pokémon anvertrauen, zumindest jetzt noch nicht. Aber wir können aber reinschauen. Und das Licht weg einfach mal schauen, was denn hier so drin haben schön ist. In anderen Fernregionen gibt es eine Einrichtung, die man Pokémon-Pension nennt. Dort kann man seine Pokémon abgeben und sie trainieren lassen. Bei uns in Alola gibt es nur den Pokémon-Hort. Hier trainieren die Pokémon nicht. Warte, wir trainieren die Pokémon nicht und bringen ihnen auch keine neuen Attacken bei. Aber immerhin ist es der Service preiswert. Und weißt du was? Wenn wir uns um 2 Pokémon kümmern, dann finden wir manchmal auf wundersame Weise sogar ein Ei. Alles klar! Und niemand weiß, woher sie kommen. Ich konnte jetzt irgendwelche Thesen aufstellen, aber ich glaube, das ist keine so gute Idee. Wo wir gerade dabei sind. Möchtest du dieses Ei hier haben? Hab es heute Morgen gefunden. Wieso nicht? Danke. Ich meine, ein Ei ist ja immer mal schön zu haben. Tut mir leid. So, jetzt füllt sich beim Mauszeiger gerade ein Bild, was halt es war. So, was soll mit dem Ei gemacht werden? Erstmal eine alte PC-Box, weil von mir nutzt das Ei gerade eigentlich nichts. So, vielen Dank. Außer Priss das nicht, okay? Bin gespannt, was einmal draus wird. Ja, ist auch, ne? Obwohl ich noch nie davon gehört habe, dass ein Ei zerbricht, bevor etwas schlüpft. Kann einem mal passieren, wer weiß. Pokémon schlüpfen nach Eiern, wenn man sie im Team unterbringt. Das liegt bestimmt an der Kraft, die von den anderen Pokémon an das Ei weitergegeben werden. Ich frage mich, was wohl in diesem Ei steckt. Ach, ich bin zu ungeduldig. Hier, nimm das, damit schlüpft das Ei schneller. Okay. Pokémon schlüpfen jetzt schneller aus Eiern. Das ist ja sehr schön, da sag ich danke. Was ist das? Ach, das ist, so ein Computer, wo man seine Pokémon zugreifen kann. Okay, ich sehe schon, das ist praktisch. Das ist immer noch ein cooles Pokémon hier. Das ist, das ist krass. Da bin ich wirklich immer noch distrakter dankbar, dass da mir da das besorgt hat, das Pokémon, ne? So, gib mal sein Pokémon in derselben Art in Pflege, werden schneller Eier gefunden, wenn beide unterschiedlichste Originaltrainer haben. Ah, interessant.
Interesting, interesting. So, komm. Mit dem battlen wir uns jetzt mal. Sehr gegrüßt, Junge auf Inselwandersaft. Sieh dir mein Kind an. Ja. Das will ich jetzt mal hart rannehmen hier. Oh mein Gott, Sentinel Kunze fordert es heraus. So, diesen Sentinel Kunze werden wir zeigen, wo der Hammer hängt. Wo der Frost die Locken. Okay, wir werden es mal. Und ich sollte beim Poetis nicht Brüsten aufhören, weil die eigentlich überhaupt keinen Sinn ergeben. So, diesmal werden wir uns nicht flüstern, weil wir sind keine Mädchen, die vor allem und die das Heiße flüstern. Und das war gerade irgendwie nicht wirklich gut. Vergiss, dass ich gerade gesagt habe. So, alles klar. Mach doch gleich mal Pokémon kalt hier. Wieso kann ich hier nichts gegen den Typen tun? Sandwirbel. Wirbel dem einen. Ach, das sind immer diese. Nicht allzu passenden Attacken, weiß ich mal. Sagen wir mal hier. Ich probiere gerade komplett aus, weil mir dieses Pokémon überhaupt noch gar nichts sagt. Und das hier hilft scheinbar gar nichts. Was kann denn das Pokémon eigentlich gegen das tun? Ich meine, ich werde eiskalt drangenommen hier und das ist so langsam, habe ich das erste Problem, weil es hat nicht mehr viele Pokémon hier. Da muss ich aufpassen, aber mein Smetbo sollte den es kalt machen. Mit seinen Confusen. Okay, Confusen geht zum nächsten Mal Faden zu was. Wieso verliert das nicht sein Dings? Ich kapier's nicht. Was geht bei den Pokémon schief? Das ist belastend. Du nimmst jetzt meine Härtner, weil viele haben nicht mal so Auswahl hier. Gar nichts hilft, sollte ich mir erst was überlegen. Wollen wir nochmal eine Confusion? Nee, Confusion wirklich funktioniert bei dem Typen gar nicht. Hätte nämlich noch einen ein bisschen willenslos. Wenn das nicht hilft, bin ich mit dem Pokémon ganz falsch. Ja, natürlich, der fokussiert auf einmal, ist klar. Natürlich das letzte. Und das ist erstmal ein Trank. Weil ich glaube, ich habe auch noch irgendwie so Wiederbelebungsdinger von Pokémon, kann das sein. Und davon habe ich jetzt irgendwie noch keinen so großen Gebrauch gemacht. Aber, jetzt sind wir schon wieder fast down hier, das ist ja erst. Ja, nehmen wir nochmal einen Windstoß. Das bekommen wir jetzt down. Ja, oder weniger zumindest. Oh, ich habe die Attacke abgewehrt, das ist gut, dann machen wir nochmal einen Windstoß. Ich habe natürlich einen Trank, ist klar. Hey, die sind hier aber auch alles langsam erst komplizierter, ja. Das ist belastend. Dann nehmen wir jetzt auch mal den Trank hier. So. Smetbo. Ich hoffe, der Trank hilft. Da viel helfen bitte auch nicht, weil. Autz! Ich sehe, der ganze Trank genommen wird. Also, wieder kämpfen und zwar wieder ein Windstoß und macht das Ding weg. Okay, jetzt muss man noch einmal machen, das überleben wir. Alles klar, ja, übertreibt doch mal hier. Digga, okay, mit Ferdi werden wir jetzt hier. Das ist gerade einfach nur mies. Muss dringend schauen, das ist mein Pokémon-Team ja ein bisschen hier aufrott. So. Auch wenn das Ding jetzt besiegt ist, trotzdem das. So, Halleluja. Ich hab das alles erledigt hier beide. Oh, ich will das. Man glaubt's nicht. Man glaubt's erst nicht. So, nein, bekannte Attacke behalten. Alles ist wieder gut. So, es wächst so schnell heran. Unglaublich.
Ja, ist okay, Trainer. Wir haben verstanden, dass du Depri bist, weil wir gegen dich gewonnen haben. Wäre es ja auch, wenn ich gegen mich selbst gewinnen wollte. So. Ich hoffe, dass wir überhaupt in die richtige Richtung gehen, aber ich bin. Ach, wir müssen hin. Eins und eins, zwei oder drei oder sogar vier? Ich werde nicht verlieren. Ich muss nur fest dran auch kommen, nicht jetzt. Ich hab doch eh total schlechte Pokémon gerade hier. Und dann mal diese Grundschulkinder mit mir. Zwillinge Franzi und Lea fordern mich heraus. Okay, Franzi und Lea, ich zeig euch jetzt. Ach du Scheiße. Okay, das sind Grundschulkinder, die haben eh nichts auf dem Kasten. Ich stelle jetzt einfach mal einen Raum. Ob den so ist, weiß ich nicht. Wir werden es vermutlich gleich sehen. Ach, jetzt habe ich auch zwei, ja, nice. Was ist denn gegen die effektiv? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, wie war das hier? Ente macht Nickerson, das ist halt belastend. Das ist belastend. Ich will eigentlich gar nicht gegen dich kämpfen. Aber es kann nicht fliehen. Machen wir es anders. Gut, Beleber brauchen wir. Danke. Wenn er nicht halt wieder eins, wenn ich Enter ist, kommt nicht her, weil das funktioniert nämlich noch nicht. Und ich glaube, dass wir einen Kampf nämlich hier nicht wirklich gewinnen werden. Erstmal. Wieso? Hä? Ich will eigentlich du das Enter gegen. Ah, komm, nein! Nein, so wollte ich es eigentlich gar nicht tauschen, verdammt. Ich blicke gerade null, du hast wirklich. So, Cat macht Glut. Entei macht läuft irgendwas, wenn er nicht wieder einpennt. Beide alle Level, das ist belastend. Danke, Entei, das ist auch mal aufwacht hier. Jetzt, wenn er aufwacht, ist er auf einmal aktiv. Aber dafür muss er halt einfach aufwachen. So. Ah, lol. Das Enter ist ein komisches Pokémon. Wenn es wach ist, macht das total viel Schaden. Aber wie gesagt, wenn es wach ist, wenn das gerade schläft, ja, mal nicht so viel Schaden. Also, sehr interessant, die Grundschulkinder. So. Und dort vorne geht's weiter. Das darf jetzt im nächsten Part weitergehen. Und ja, beziehungsweise. Lass mal überlegen, was haben wir heute für ein Datum? Heute haben wir Freitag, genau. Morgen wird's da weitergehen. Und am Sonntag, das ist der 6. Mai, werden wir Pokémon tauschen. Okay, also am Sonntag, 6. Mai, gibt's einen Pokémon Tausch Livestream. Wann genau da ist, werde ich es in dem Part morgen ankündigen. Aber ihr wisst Bescheid: Pokémon Tausch Stream am Sonntag. Am 6. Mai. Und jetzt sage ich danke fürs Hushauen von dem Part. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Und ciao.